Also gut, gehen wir son. Soda. Yo Freunde, wie geht's euch? Ich hoffe gut. Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video von mir. Und zwar, wie ihr seht, Freunde, heute direkt mal von mir zu Hause, also mal als Abwechslung etwas Real Talk von zu Hause. Und zwar möchte ich euch die Wahrheit, die endgültige Wahrheit über Supplements verraten. Ja, dieses Video ist extrem wichtig und deswegen habe ich versucht, so viele Informationen wie möglich in das Video zu packen. Deswegen ist es natürlich auch etwas länger geworden. Verzeiht mir, Freunde, aber bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss mit dabei, denn es sind sehr, sehr viele wichtige Informationen für euch enthalten, wie ihr schnellstmöglich Muskeln aufbauen könnt. Außerdem gibt es 100 Euro zu gewinnen. So ein unglaublich krasser Support gehört einfach gebührend entlohnt. Und da habt ihr es jetzt endlich, Freunde, denn so gut wie unter jedem Video wünscht ihr euch genau dieses Video. Nämlich, dass ich euch verrate, welche Supplements ich zu mir nehme. Aber eins ist mir persönlich ganz wichtig, was sehr viele bewusst verschweigen. Nämlich, Supplements sind Nahrungsergänzungsmittel. Also es steckt schon im Wort, Ergänzungsmittel. Das heißt, Supplements sollen jetzt nicht der Hauptlieferant von Eiweißen zum Beispiel sein, sondern als Ergänzung zur normalen Ernährung dienen. Das ist ganz wichtig, Freunde. Und in diesem Video möchte ich gar nicht auf tausende Studien eingehen, sondern ich möchte euch einfach verraten, welche Supplements bei mir wirklich funktioniert haben. Also mit welchen Supplements ich eben meine Muskeln aufbauen konnte, beziehungsweise meine Definition und Kraftwerte eben erreicht habe. Und jetzt hält euch gut fest, nur mit Supplements allein werdet ihr absolut nichts erreichen. Absolut gar nichts, Freunde. Das heißt, für mich gilt immer das Vier-Säulen-Prinzip. Ich will jede Säule perfekt, ja, ausbalanciert und bearbeitet haben. Das heißt, erste Säule, Training. Also trainiert smart und hart. Nur hart trainieren bringt es nicht, sondern auch schlau. Und dazu findet ihr mehr als genügend Workouts auf meinem Kanal. Die kann ich euch alle wärmstens empfehlen. Und natürlich alles kostenlos. Dann zweite Säule, Ernährung. Ganz wichtig, schaut auf eine ausgewogene, gesunde Ernährung. Ja, da kann ich euch mein Ernährungsvideo empfehlen. Einfach hier oben klicken oder, Freunde, ich verlinke euch alle Videos, die ich heute erwähne, unten in der Videobeschreibung. Also wenn ihr mehr dazu wissen wollt, wie zum Beispiel jetzt über das Ernährungsvideo, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, dann checkt einfach die Infobox aus und schaut euch dann das Video an. Dritte Säule, Regeneration. Auch dazu habe ich bereits ein Video abgedreht. Ist genauso wichtig wie alles andere, denn wenn ihr nicht regeneriert, könnt ihr keine Muskeln aufbauen. Und dann als vierte Säule kommen dann Supplements ins Spiel. Und ihr kennt mich ja, Freunde, findet alles kostenlos auf diesem Kanal zu jeder Säule, alle Informationen, die ihr braucht, Ernährungspläne, Trainingspläne, Workouts und so weiter. So, aber jetzt kommen wir eben zu Supplements. Natürlich habe ich bereits zu allen Supplements, die ich nehme, einzelne Videos bereits abgedreht, mit den jeweiligen Studien in jedem Video dazu verlinkt. Also alles, was ich euch heute sage, könnt ihr in den jeweiligen Videos nachsehen und dann in den jeweiligen Studien nochmal nachlesen. Apropos Studien, jetzt wo wir schon beim Thema sind, das ist ganz essentiell zu wissen. Nämlich, es gibt unzählige Studien. Und wie es auch bei der Ernährung ist, kommt hin und wieder eine andere Studie raus, die das Gegenteil behauptet. Also, ich habe versucht, in den letzten 10 bis 12 Jahren Trainings- und Ernährungserfahrung mich mit sehr vielen Ernährungsberatern, Ernährungswissenschaftlern, aber auch Ärzten zu unterhalten und natürlich auch mit Coaches, und ich war in verschiedenen Laboren und habe mich da versucht, ja, weiterzubilden. Irgendwann hatte ich dann genug von der ganzen Theorie und habe das Ganze auch in der Praxis natürlich angewendet und an mir selbst getestet. Also, ich habe mich selbst beobachtet. Alles, was ich euch heute erzähle, hat bei mir genauso funktioniert. Also, um ehrlich zu sein, hat sich fast das meiste von den Studien sowieso mit meiner eigenen Erfahrung dann gedeckt, aber ich möchte nur, dass ihr wisst, dass ich das Ganze auch selbst getestet habe. Also ich habe, wenn ich zum Beispiel Kreatin genommen habe, meine Kraftwerte untersucht, mich abgewogen, meinen Körperfettanteil gemessen, meinen Wasseranteil, wie hat sich meine Haut verändert und wie war generell mein Wohlbefinden. Denn ich war mir einfach nach der Zeit nicht mehr sicher, was ist jetzt Marketing und was stimmt wirklich. Und genau deswegen habe ich das Ganze gemacht und jetzt möchte ich euch verraten, was bei mir persönlich wirklich sehr, sehr gut funktioniert hat. Und ein ganz interessanter Fakt, es hat sich sehr oft die goldene Mitte bestätigt. Das heißt, ihr werdet Studien finden, die behaupten, 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Proteine sind perfekt für den Muskelaufbau. Dann werdet ihr wiederum andere Studien finden, die behaupten, 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Proteine täglich sind perfekt für den Muskelaufbau und reichen völlig aus. Also, ich habe dann eben 2 Gramm getestet und bin damit immer am besten gefahren. Sprich, ich habe immer
immer die goldene Mitte rausgesucht und das hat dann auch wirklich am besten funktioniert. Also ich finde einfach, die Wahrheit liegt meistens in der goldenen Mitte. Die einen behaupten dies, die anderen behaupten das und die Wahrheit befindet sich dann irgendwo in der Mitte. Und genau so mache ich es eben auch mit den ganzen Studien hier und das hat mich einfach am besten weitergebracht. Aber was will ich euch damit genau sagen? Also prinzipiell möchte ich euch einfach nur sagen, dass wir alle unterschiedlich sind, Freunde. Wir alle sind individuell, also es gelten schon gewisse Grundregeln für uns alle, aber man darf das nicht alles immer verallgemeinern. Wir haben eine andere DNA, wir sind alle komplett anders aufgebaut. Das heißt, was bei den anderen super wirkt, kann vielleicht bei den anderen nicht so gut wirken, aber auch umgekehrt. Das heißt, ihr müsst euch auf jeden Fall immer selbst beobachten. Was ich euch heute über meine Supplements erzähle, das hat bei mir am besten funktioniert und natürlich habe ich dann das Ganze auch bei meinen Athleten, die ich gecoacht habe, gemacht und auch bei denen hat es extrem gut funktioniert und auch bei so vielen von euch bereits. Ich meine, checkt mal selbst unten die Kommentarbox aus. Ich muss euch nichts erzählen, ihr lest es einfach selbst unten in der Kommentarbox nach. So, aber jetzt genug gelabert. Ich wollte das alles nur einfach gesagt haben, weil ich will ja natürlich so vielen wie möglich helfen. Und da ist es wichtig zu wissen, dass wir alle unterschiedlich sind und es ganz wichtig ist, dass ihr euch auch selbst beobachtet. Also Freunde, welche Supplements nehme ich jetzt? Lasst uns kurz noch die Frage beantworten, warum nehme ich Supplements, wie am Anfang erwähnt, eben wegen den vier Säulen. Weil zum Beispiel, wenn ihr jetzt den Proteinbedarf auch mit der normalen Ernährung deckt, dann braucht ihr keine zusätzlichen Proteine kaufen. Für was auch? Das habt ihr das Ganze natürlich mit der normalen Ernährung bereits abgedeckt. Wisst ihr, was ich meine? Aber mir zum Beispiel ist es so, ich schaffe es nicht, meinen normalen Proteinbedarf jetzt mit der normalen Ernährung zu decken und dann hole ich mir natürlich Supplements, weil ich will ja nicht hart trainieren, dann auch mich richtig ernähren und dann dazu auch noch die Regenerationszeiten und so weiter ja einhalten, aber wenn dann alles nichts bringt, weil ich nicht genügend Proteine esse und somit der Muskel nicht aufbauen kann, weil der Muskel aus Proteinen zum Beispiel besteht, ja, dann möchte ich natürlich auch bei den Supplements arbeiten, damit ich auch die Proteine erreiche, damit ich so schnell wie möglich Muskeln aufbauen kann. Denn alle vier Säulen müssen passen. Deswegen, Freunde, wenn ihr mal irgendjemanden hört, der sagt, Supplements sind ein Muss oder Supplements sind sinnlos, dann sind das einfach haltlose, falsche Behauptungen. Denn das kann man nicht generell sagen. Denn für den einen sind Supplements extrem wichtig, für den anderen wiederum nicht, weil er es zum Beispiel mit der normalen Ernährung abdeckt. So, jetzt, Freunde, verfügt ihr alle über genügend Grundwissen, dass wir eben in die Thematik direkt einsteigen können. Starten wir jetzt mal mit Protein. Auch dazu habe ich bereits ein eigenes Video abgedreht, aber ich möchte es kurz zusammenfassen. Welches Protein ist das Beste? Freunde, das Whey-Protein hat eine extrem hohe biologische Wertigkeit, also die höchste unter dem Protein. Was bedeutet jetzt biologische Wertigkeit? Das ist nichts anderes als das misst, ja, wie viel vom Proteinpulver, also das Protein vom Proteinpulver, kann in das körpereigene Protein umgewandelt werden. Deswegen ist es so wichtig, dass man bei dem Protein auch auf die Qualität schaut. Und deswegen empfehle ich immer ein Whey-Protein, weil beim Whey hat man einfach die höchste biologische Wertigkeit. Auch dazu, Freunde, hat das Whey-Protein einen sehr hohen Anteil an essentiellen Aminosäuren. Das klingt jetzt so fachmännisch, aber das ist nichts anderes als der Grundbaustein eines Proteins. Und essentiell deswegen, weil essentiell heißt notwendig. Warum? Essentielle Aminosäuren kann der Körper nicht selbst herstellen. Die müssen wir uns von der Nahrung oder eben in diesem Fall vom Whey holen. Das Whey hat einfach ein extrem gutes Aminosäurenmuster, so nennt man das eben in Fachkreisen. Und ganz kurz zur Qualität, also die Qualität wird von einem unabhängigen Labor in Deutschland untersucht und die ist 1A. Auch ich selbst war bereits dort und habe das Labor besucht und konnte den ganzen Herstellungsprozess beobachten, also die Qualität ist wirklich 1A. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, da bin ich mir sicher für sehr vielen von euch, nämlich, ihr findet in ganz Europa kein günstigeres Protein wie dieses hier zu dieser Qualität. Also Freunde, jetzt wisst ihr, warum ich Prosys als meinen Partner, eben Europas Marktführer, was Sportnahrung betrifft, wie ihr seht, nicht ohne Grund eben gewählt habe. Ja, und alle Preise, die ich erwähne, sind natürlich bereits mit dem Code SASHA10 erhältlich, weil ihr die 10% eben da nochmal auf eure Bestellung erhält. Und alle meine Supplements, für die es interessiert, und mein Trainingsequipment findet ihr sowieso unten in der Videobeschreibung, Freunde. Jetzt fragt sich sicher einige von euch, ja, Sascha, ist es nicht Geldverschwendung, wenn ich mir jetzt Proteine kaufe? Und ihr müsst wissen, ich habe bereits ein Video dazu gedreht, also die 10 günstigsten Protein-Lebensmittel, die man eben im Discounter oder im Supermarkt eben kaufen kann. Dieses Protein Pulver ist aber trotzdem auf Platz 2 gelandet. Also checkt auf jeden Fall dieses Video aus, die 10 günstigsten Lebensmittel, also gleich vorweg. Das günstigste, wo ihr 100 Gramm Proteine am günstigsten bekommt, sind eben Haferflocken. Und dann vorne kommt schon direkt das Proteinpulver. Das heißt auch Eier, Wurst, Käse und so weiter. Alles ist teurer als Proteinpulver. Und irgendwo müssen wir uns ja unsere Proteine herholen. Ein kurzes Beispiel. 100 Gramm reine Proteine, also reine Proteine,
kosten bei diesem Proteinpulver 1,64 Euro. Und im Vergleich zum Beispiel zu Eiern, ja, wenn man jetzt den Durchschnittspreis von Eiern nimmt, dann zahlen wir für 100 Gramm reine Proteine, wenn wir die ganze Proteine aus den Eiern holen, also 100 Gramm reine Proteine, 3,80 Euro. Und so absurd das Ganze jetzt auch klingt, ihr spart euch sogar Geld, wenn ihr jetzt eure Proteine decken wollt, indem ihr euch das Proteinpulver holt. So, und auf welchen Geschmack stehe ich? Also ich liebe den Geschmack Erdbeere. Schmeckt mit Wasser extrem, extrem gut, aber mit Milch schmeckt es wirklich wie eine Erdbeermilch. Also 1:1. Also ich liebe den Erdbeergeschmack mit Milch. Aber auch mit Wasser ist es geil. Aber mit Wasser bevorzuge ich den Geschmack Mojito. Das schmeckt dann wirklich so nach Sommer und nach Cocktails und so weiter. Also echt, echt nice. Ich trinke meine Proteinshakes in der Früh, direkt nach dem Training, also 20 bis 30 Minuten nach dem Training und eben abends vor dem Schlafen gehen. Wie viel Proteine nehme ich? Also ich nehme zwischen 1,5 und 2 Gramm Proteine pro Kilogramm Körpergewicht zu mir. Also wenn du jetzt 60 Kilogramm schwer bist, dann ungefähr 120 Gramm Proteine täglich. Außer in der Diätphase, da nehme ich etwas mehr Proteine zu mir, aber warum das so ist, das würde jetzt den Videorahmen sprengen. Und Proteine sind kein Gift, sondern werden einfach nur aus der Molke gewonnen. Und ich meine, man trinkt sogar als Baby schon direkt Muttermilch und die ist auch voll mit Proteinen. So nebenbei erwähnt und ist auch kein Gift. Ja? Und die hat uns auch geholfen zu wachsen. Also früher war eigentlich sehr vieles besser. Zumindest die Proteine waren noch kostenlos. Und ob Proteine jetzt gefährlich sind, auch dazu habe ich ein eigenes Video abgedreht. So, genug jetzt zu den Proteinen. Ich hoffe, da habt ihr jetzt mal direkt alles verstanden. So, dann nehme ich weiters direkt am Morgen mit einem Glas Wasser auf leeren Magen, damit es der Körper am besten aufnehmen kann, Kreatin zu mir. Nämlich 5 Gramm Kreatin, also genau ein so ein Scoop, der da drin ist. Also warum jetzt Kreatin? Weil Kreatin ist eins der best erforschten Supplements, Freunde. Und man erhält durch Kreatin eine Kraftsteigerung von bis zu 15%. Und Kreatin wirkt außerdem sofort. Und ihr braucht keine Kur machen, das ist der nächste Mythos, auch nicht zum Anfang. Einfach ganz normal jeden Tag 5 Gramm Kreatin auf leeren Magen nehmen und dann werdet ihr die Kraftsteigerung spüren und dadurch könnt ihr natürlich mehr drücken, schafft mehr Wiederholungen, das heißt, ihr setzt mehr Muskelreize, das heißt wiederum, ihr könnt schneller Muskeln aufbauen. Außerdem lagert sich etwas mehr Wasser dann in den Muskeln ab, nur so nebenbei erwähnt, Muskeln bestehen zu 75% aus Wasser. Das heißt, der Muskel wirkt größer, also keine Sorge, weil viele haben die Sorge, dass das Ganze dann schwammig wirkt, aber nein, weil das Wasser, das lagert sich in der Muskelzelle ab und nicht zum Beispiel im Unterhautfettgewebe. Also zwar produziert der Körper selbst Kreatin, aber das verbraucht er auch wieder. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ja, kann man das Ganze nicht von der normalen Ernährung holen? Und das ist immer die erste Frage, die man sich stellen sollte. Was kann ich mit der normalen Ernährung abdecken? Bei Kreatin ist es zum Beispiel so, 100 Gramm Lachs oder Rindfleisch enthalten 0,45 Gramm Kreatin. Und zum Beispiel Schweinefleisch enthält 0,5 Gramm Kreatin auf 100 Gramm. Das heißt, ihr müsstet jeden Tag 1 Kilogramm Fisch oder Fleisch essen, damit ihr auf die empfohlenen 5 Gramm kommt. Und das wäre nicht nur extrem teuer, sondern auch extrem ungesund, so viel Fleisch zu essen. Ihr bekommt dieses Kreatin, also 700 Gramm für 11,70 Euro. Nehmt einfach das günstigste Kreatin-Monohydrat. Ich verlinke euch natürlich alle Supplements unten in der Videobeschreibung. Das kostet am wenigsten und wirkt genauso gut wie alle anderen. Das heißt, wenn ihr da die empfohlene Dosis, nämlich 5 Gramm täglich zu euch nehmt, dann kommt ihr damit fast ein halbes Jahr, also 140 Tage damit aus. Und das für 11 Euro. Ihr seht, Supplements können durchaus Sinn machen, auch zu Kreatin. Wenn ihr mehr wissen wollt, unten in der Videobeschreibung findet ihr das Video dazu. Jetzt muss ich aufhören, immer so weit auszuschweifen, sonst wird das Video noch viel zu lang. In diesem Video zeige ich euch wirklich nur Supplements, die wirklich Sinn machen und wirklich was bringen. Alle anderen lasse ich jetzt mal weg. So, weiter geht's mit Multi-BAZ. Warum nehme ich Multi-BAZ? Weil wir haben hier drin sehr viele Vitamine und ich esse persönlich generell schon zu wenig Gemüse. Aber nicht nur deswegen, sondern vor allem, weil wir in diesem Multi-BAZ auch Zink und Vitamin D haben. Und ein Mangel an Vitamin D und Zink, Freunde, lässt das Testosteron Level sinken. Und das wollen wir im Fitnesssport auf jeden Fall vermeiden. Ein geringes Testosteronlevel ist natürlich extrem schlecht für den Muskelaufbau. Vitamin D holen wir uns zum Beispiel von der Sonne. Also wenn wir tagsüber zu viel drin sind oder im Winter, dann macht Vitamin D sehr viel Sinn. Aber auch Zink ist extrem wichtig. Und Vitamin D stützt natürlich auch euer Immunsystem. Das heißt,
ihr werdet seltener krank, weil euer Immunsystem einfach sehr gut gestärkt ist und Vitamin D sorgt natürlich auch dafür, dass ihr glücklich seid. Und Zink ist extrem wichtig für eine schöne Haut, für ein gesundes Wachstum, für die Proteinsynthese. Also wie ihr, Freunde, euer Testosteron-Level natürlich so hoch wie möglich halten könnt, auch dazu habe ich bereits ein Video für euch abgedreht, aber ein paar Eckdaten sind zum Beispiel genügend Schlaf, nicht zu viel Stress, genügend Workouts und auch kein Mangel an Vitamin D und Zink. Auch da ist wieder Prozess am allergünstigsten, das heißt, ihr bekommt Multipair Z für 12,60 Euro, nämlich 120 Tabs. Und ich persönlich nehme am Tag 2, also morgens und abends. Außer natürlich, wie bereits am Anfang des Videos erwähnt, ihr müsst euch selbst beobachten. Also, das heißt, wenn ich draußen bin und es scheint den ganzen Tag die Sonne, dann nehme ich kein zusätzliches Multipair Z. Weil für was soll ich dann noch Vitamin D zu mir führen, wenn ich schon genug von der Sonne habe? Also, Freunde, auch hier wieder selbst beobachten. Denn dann machen Supplements am meisten Sinn und sind dann absolut keine Geldverschwendung, sondern helfen euch gesund zu sein und schneller Muskeln aufzubauen. Aber auch hier wäre es zum Beispiel nicht sinnvoll, Multipair Z zu nehmen, wenn ihr den ganzen Tag in der Sonne wart. Also, wisst ihr, worauf ich hinaus will? So, dann kommen wir noch zu Omega 3. Warum Omega 3? Weil Omega 3 einfach so unglaublich wichtige, ungesättigte Fettsäuren sind. Da geht es mir persönlich nicht um den Muskelaufbau, sondern da geht es vor allem um die Gesundheit des Herzens und des Hirns. Auch hier gilt, Freunde, wenn ihr generell schon genügend Fisch esst, dann könnt ihr das weglassen, denn im Fisch haben wir sehr viele Omega-3-Fettsäuren. Aber ich persönlich esse zu wenig Fisch, weil ich Fisch nicht so gerne mag. Das heißt, ich greife auf jeden Fall auf dieses Supplement zurück und hole mir hier eben meine Omega-3-Fettsäuren, damit ich eben gesund bleibe und mein Herz und mein Hirn unterstütze. Denn Herz-Kreislauf-Probleme, Freunde, sind die Todesursache Nummer 1. Ja, das will ich mal gesagt haben. Weltweit, Freunde, sterben jährlich 17 Millionen Menschen weltweit aufgrund eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls. Und wir schauen immer auf unseren Bizeps, aber unser Herz schlägt die ganze Zeit, also das leistet eigentlich viel mehr, ist zwar nicht der stärkste Muskel, aber definitiv der ausdauerndste. Und genau deswegen, Freunde, empfehle ich es euch ja auch, weil das nichts jetzt mit Muskelaufbau zu tun hat. Und außerdem, weil die World Heart Federation aussagt, dass ungefähr 80% der Todesfälle durch einen gesunden Lebensstil verhindert werden könnten. Die kosten nur 5,40 Euro und da haben wir 90 Tabs drin. Und ich nehme eine morgens und eine abends. Also ihr seht, man kommt schon mit ein paar Euros extrem lange aus und was ist kostbarer als unsere Gesundheit? Das sind jetzt die 4 Supplements, die ich persönlich jeden Tag ohne Ausnahme zu mir nehme. Aber auch meinen Athleten empfehle ich genau diese Supplements, meinen eigenen Bruder und natürlich euch allen. Jetzt möchte ich euch noch ein paar Supplements zeigen, die den Fitness-Lifestyle erleichtern und natürlich auch zu schnelleren Muskelaufbau führen können, aber die sind nicht Pflicht. Zum Beispiel, Freunde, nehme ich unheimlich gern einen Booster. Egal ob jetzt in Tablettenform oder jetzt im Pulver, die wirken beide genau gleich. Die findet ihr beide unten in der Videobeschreibung. Ich glaube, für Deutschland sind in letzter Zeit nur noch die erhältlich, also ich habe das Ganze immer sofort ausverkauft, also generell die Supplements sind immer sehr schnell weg. Kann es immer sein, dass die Supplements für kurze Zeit nicht erhältlich sind, weil ihr sie alle wegkauft, aber dann kommen sie eben wieder. Aber auch bei dem Booster gilt, Freunde. Nehmt den Booster nicht, wenn ihr sowieso für das Training komplett motiviert seid. Und nehmt den Booster auch nicht vor jedem Training, ansonsten wirkt er irgendwann nicht mehr. Macht es so wie ich. Also ich mache es so, wenn ich jetzt nicht so motiviert bin. Ja? An Tagen, wo ich nicht so motiviert bin, die gibt es auch, dann balle ich mir einen Booster rein und ich fühle mich während dem Training wie King Kong. Also einfach 30 Minuten vor dem Training einen Booster rein und dann geht's richtig los. Und was passiert dann? Ich bin viel motivierter, trainiere härter, trainiere mit mehr Wiederholungen, mehr Gewicht und so weiter. Das heißt, es kommt natürlich so zu schnelleren Muskelaufbau. So, was macht dann noch Sinn? Natürlich macht jetzt zum Beispiel, wenn ihr zunehmen wollt, ein Real Mass Gainer Sinn, weil da wir extrem viele Proteine, aber vor allem Kalorien drin haben. Also wenn ihr zunehmen wollt und es nicht schafft, mit der normalen Ernährung genügend zu essen, damit ihr zunimmt, dann macht ein Messgainer Sinn. Aber macht zum Beispiel keinen Sinn, wenn ihr jetzt nicht zunehmen wollt oder wenn ihr es sowieso mit der normalen Ernährung genügend esst. Aber viele schaffen es nicht, genügend zu essen mit der normalen Ernährung und so kann man das Ganze einfach flüssig trinken und das fällt einem natürlich viel leichter und dann kommt man in Kalorienüberschuss, zack, man baut auf und nimmt zu. Und weiter geht's mit Magnesium. Magnesium kann vom Körper nicht selbst hergestellt werden. Das heißt, wir müssen uns es von der Nahrung oder eben als Supplement holen. Normalerweise reicht es mit der normalen Ernährung, aber Sportler, die sehr viel trainieren, neigen dazu, eher einen Magnesiummangel zu haben. Also ich persönlich mache es so, ich trainiere natürlich auch mehr als genug, wenn ich verspannt bin oder Krämpfe habe, Muskelzuckungen und so weiter habe, dann gönne ich mir immer Magnesium. Also dann haue ich mir ein, so eine Tablette rein und da sind 60 Tabletten drin, also da komme ich immer ewig damit aus. Also nicht jeden Tag nehmen, sondern einfach nur dann, wenn ihr Verspannungen habt oder Krämpfe habt. Die immer zum Essen nehmen, also nicht auf leeren Magen, wie zum Beispiel das Kreatin, sondern eben zum Essen dazu. Warum ich Magnesium nehme, ganz einfach, weil es dafür sorgt, dass man sich nicht mehr so müde und nicht mehr so
erschöpft fühlt. Dann machen für mich persönlich Proteinriegel Sinn. Warum? Weil Proteinriegel etwas süßer sind. Und auch ich habe hin und wieder einen Heißhunger. Ja, man glaubt es kaum. Und anstatt ich mir so einen Snickers zu kaufen, gebe ich lieber das Geld für einen Proteinriegel aus, der gesünder ist und kann so auch naschen und schmeckt sogar viel besser, in meiner Meinung nach. Also ich liebe die Proteinriegel, die ich unten verlinkt habe. Deswegen kann ich sie euch nicht zeigen, weil sie weg sind. Aber ich stehe auch richtig hier auf diese Protein-Cookies. Also die sehen so aus. Also fast täglich gönne ich mir die, weil sie extrem lecker sind. Aber jetzt ganz neu gibt es eben hier diese Zero-Schokonat-Version. Aber auch hier ebenso mit Schoko-Candy. Die schmecken so wie M&M's. Also extrem, extrem lecker. Also ich liebe sie in der Schoko-Variante. Aber auch hier die Schoko-Candy-Form. Da ist einfach Nuss drin und mit Schoko überzogen. Also einfach extrem lecker. Da sind sehr viele da drin. Also ihr seht, ich habe mir schon einige rausgeholt. Aber die kann ich echt empfehlen. Die gebe ich auch immer meinen Freunden, wenn sie vorbeikommen. Die gebe ich in eine Schüssel rein und dann naschen wir so vor uns hin. Haben auch Proteine drin natürlich. Ich verlinke euch diese Box unten in der Videobeschreibung. Probiert sie aus. Aber zum Beispiel morgens, Freunde, gönne ich mir natürlich auch ein Protein-Müsli. Warum? Denn so habe ich direkt meine Proteine abgedeckt. Plus, ich esse nicht so viel Zucker, weil ich möchte, dass es in der Früh schnell geht. Und wenn ich mir da jetzt irgendwelche Sachen reinhaue, wie Schokoballs oder Nougat-Pizza und so weiter, habe ich natürlich schon bereits am Morgen etwas extrem Ungesundes zu mir genommen. Deswegen nehme ich einfach das normale Protein-Müsli zu mir. Ich mag zum Beispiel Schokogeschmack. Dann leere ich sie immer um in so, ja, Vakuum-Dinger. Denn so geht es einfach schnell in der Früh. Gesund, lecker, proteinreich, perfekt. Also ihr seht, solche Supplements erleichtern einfach den Fitness-Lifestyle enorm. Es wird einfach viel einfacher, sich gesund zu ernähren, weil einfach alles da so lecker ist. Und dann kann man easy auf Süßigkeiten verzichten oder auf ein ungesundes Frühstück. Jetzt kommt ein Geheimtipp, was ich mir als Jause fast jeden Tag gönne, abends oder nachmittags, aber auch manchmal auch als Frühstück. Nämlich, ich nehme ein Brot, toaste das Brot auch manchmal, das schmeckt extrem nice, weil dann ist das Brot warm. Und dann gebe ich hier diesen Nutella-Ersatz drauf. Also ihr seht, das ist so eine, ja, Schokocreme und die ist so unheimlich lecker. Und die gibt es auch in weißer Schokolade und vor allem in White-Cookie-Geschmack. Den müsst ihr getestet haben. Das ist der beste Aufstrich, den es gibt. Und ihr seht hier die Werte von diesen Aufstrichen im Vergleich zu normalen Schokoaufstrichen. Also ihr seht hier bei dem Protein 22 Gramm. Vergleicht das, aber auch beim Zucker und bei den ungesunden Fetten. Seht ihr, deswegen macht es einfach Sinn, das Geld in so etwas zu investieren und anstatt jetzt in ungesunde Schokoaufstriche zum Beispiel zu investieren. Und dann habe ich noch eine Peanut Butter immer zu Hause, was ich mir auch einfach hin und wieder aufs Brot gebe oder zum Apfel dazu, weil sie einfach die sehr, sehr wichtige pflanzliche Fette drin haben und sehr viele Proteine. Das heißt, auch sehr zu empfehlen und kosten bei Prozis weniger als im Supermarkt. Ja, und ganz hin und wieder, wenn ich einen Kinoabend mit zum Beispiel Paulina mache, dann gönnen wir uns die Zero Chips, also das sind Protein Chips, also auch mega geil, Cheese and Onion gibt es in verschiedenen Geschmäcker, Barbecue und so weiter. Und ja, dann habe ich eben noch Haferflocken zu Hause und von Prozis natürlich hier auch dieses Egg White, also da habe ich einfach direkt schon die Eier drin zum Kochen, zum Beispiel für so Omelette, einfach mega praktisch. Ich lade das einfach in die Pfanne rein und dann habe ich direkt schon ein Omelette. Wisst ihr, was ich meine? Also Freunde, ihr seht, ich kann euch das alles wirklich von Herzen empfehlen und ihr seht, ich bin selbst überzeugt und nicht nur, weil alles so geil schmeckt und uns schneller Muskeln aufbauen lässt und so weiter, sondern oftmals auch, weil es günstiger ist als jetzt irgendwelche zuckerhaltigen Riegel zum Beispiel. Apropos günstig, wenn ihr euch diese Supplements mit meinem Code SASHA10 holt, dann könnt ihr euch sicher sein, dass ihr die nirgends irgendwo günstiger bekommt. Dann könnt ihr euch sicher sein, dass ihr die ganzen Sachen so günstig, wie man sie überhaupt auf dem Markt bekommen kann, erhaltet. Warum? Nicht nur, weil das bereits Europas günstigste Proteine sind, sondern ihr spart euch mit dem Code SASHA10 nochmal weitere 10%. Und was noch dazu kommt, und das geht jetzt nur von mir aus und nur mit dem Code SASHA10, verlose ich jedes Monat ein fettes Überraschungspaket im Wert von über 100 Euro an einen von euch, der meinen Code SASHA10 bei der Bestellung verwendet hat. Und es gibt am meisten gratis Produkte mit dem Code SASHA10 zu eurer Bestellung dazu. Welche das genau sind, findet ihr unten in der Videobeschreibung, die ändern sich jedes Monat. Außerdem ist der Versand ab 29 Euro gratis und ihr erhält, wenn ihr bestellt, Punkte. Und diese Punkte könnt ihr bei der nächsten Bestellung wiederum gegen weitere Gratis-Produkte einlösen. Also einfach so unglaublich krass, was da alles zusammenkommt. Also ich sage nur die Fakten. Ja, es ist einfach das Krasse. Also einfach immer, wenn ihr per Prozis bestellt, merken, immer den Code SASHA10 zu verwenden, denn so könnt ihr euch zu 100% sicher sein, dass ihr am meisten Vorteile rausholt. Jetzt nicht nur wegen den ganzen Überraschungspaketen, die ich für euch einfach so raushau, sondern einfach, weil ich immer dafür sorge, dass meine Community am meisten Vorteile hat. Aber alle, die mir schon länger folgen, wissen das natürlich bereits. Also Freunde, ihr kennt euch aus. Es gibt immer wieder Gratis-Produkte für euch. Denn auch im vorletzten und drittvorletzten Video gab es 200 und 100 Euro zu gewinnen. Also es heißt einfach, give something back. Weil wir schon beim Thema sind, Freunde, geht auch direkt heute
heute wieder ein 100-Euro-Gutschein für Prosis an euch raus. Also wieder mal, ohne Gewinnspiel. Ich los einfach irgendjemand aus, nämlich immer jemanden, der mich unterstützt, also der liked, der natürlich auch kommentiert, mir die Abo-Glocke aktiviert hat und mir natürlich auch auf Instagram folgt. Und auch auf Instagram gibt es immer wieder Gewinnspiele, Freunde. Also folgt mir auch auf jeden Fall auf Instagram, den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich hole mir jetzt einfach den Gewinner hier vom vorletzten Video, nämlich ich mache den Militär-Fitness-Test, extremes Selbstexperiment, schon wieder über 100.000 Aufrufe, 1.691 Kommentare. Also fügen wir den Link hier einfach ein und lassen die Kommentare laden. So, und gewonnen hat 3, 2, 1, nämlich Mohamed Sahin. Du bist einfach sportlich das beste Vorbild. Oh mein Gott, liebe Grüße gehen raus zu dir, lieber Mohamed. Schreib mir einfach auf Instagram, dann geht der 100-Euro-Gutschein direkt raus zu dir. In diesem Sinne, Freunde, macht es gut, wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Sascha. Peace. Du bist in der Endcard drinne, doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Yeah. Mehr Fitness gibt's nicht, such dir ein Video aus, klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation, dann lass ein Abo hier, du weißt, es würde sich lohnen. Yeah.